Wir haben jetzt mehrere Jahre über die neuen Regeln für die europäischen Staatsfinanzen verhandelt und heute ein Ergebnis erzielt. Die gute Nachricht ist, die Stabilitätskultur in Europa ist gestärkt. Es gibt klare Zahlen für niedrigere Haushaltsdefizite und eine Reduzierung der Staatsverschuldung. Auf der anderen Seite auch klare Anreize für Strukturreformen und für Investitionen. Das ist eine gute Nachricht für alle, die sich in Deutschland gesorgt haben über die Stabilität der Währungsunion und die uferlose Verschuldung, die es in Europa geben könnte. All das kommt nicht. Wir bleiben dem Gedanken der Stabilität verpflichtet. Wie ist denn sichergestellt, dass der neue Stabilitäts- und Wachstumspakt auch wirklich kontrolliert und umgesetzt wird? Der alte Stabilitätspakt war nicht mehr realistisch und er war nicht wirksam. Über die letzten Jahre sind ja vor der Pandemie auch die Staatsschulden gestiegen und deshalb brauchte es jetzt neue Regeln. Die haben wir jetzt mit zwei Sicherheitslinien, die zu niedrigeren Haushaltsdefiziten und jährlich sinkenden Schuldenquoten führen. Das ist breit akzeptiert und deshalb eine sehr gute Nachricht, sowohl für die Stabilität der Europäischen Union insgesamt und auch für Deutschland als einem Nettozahler. Investitionen ist ja auch noch mal ein Thema. Für welche Investitionen schafft der neue Pakt denn jetzt Luft? Zunächst einmal ist klar, dass die Defizite sinken müssen. Auch Investitionen sind keine Ausnahme von den Stabilitätsregeln. Aber wir haben Anreize gesetzt, also bei Investitionen in die Modernisierung der Wirtschaft, auch Investitionen in die Stärkung der Verteidigung. Dann gibt es Anreize, aber trotzdem müssen die Haushaltsdefizite sinken. Es gibt also keine goldene Regel mit allgemeinen Ausnahmen, denn am Ende sind Schulden Schulden, egal aus welchem guten Grund man sie aufnimmt. Wir haben die Kerosinsteuer in Deutschland und die können wir nicht, oder die Ausnahme von der Kerosinsteuer kann man nicht aufheben, weil das eine Diskriminierung nur des inländischen Flugverkehrs wäre. Und deshalb werden die Ausnahmen bei der Besteuerung von Kerosin jetzt umgelegt auf die Luftverkehrsabgabe. Und das ist, glaube ich, ein insgesamt tragfähigerer Kompromiss. Am Ende zahlen das ja dann die Verbraucher trotzdem. Im nächsten Jahr gibt es enorme Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger. 15 Milliarden Euro sinkt die Lohn- und Einkommensteuer ab dem 1.1. Das wird für viele ein Stimmungsaufheller auf der Gehaltsabrechnung im nächsten Jahr sein. Eine vierköpfige Familie wird deshalb teilweise um mehrere hundert Euro weniger belastet. Also insgesamt gibt es starke Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger. An wenigen Stellen mussten alte Subventionen aber weichen. Noch zum Kompromiss. Dazu gehören ja bekanntermaßen immer zwei. Sie haben sehr die Stabilität betont, aber in welchen Punkten sind Sie denn Frankreich beispielsweise entgegengekommen? Für Deutschland war wichtig, dass es klare, auch numerische Anforderungen gibt, die Reduzierung der Haushaltsdefizite und es jährlich einen Abbau der Staatsschulden gibt. Wir haben allerdings klargemacht im Wege des Kompromisses, dass es bei den unveränderten Defizitverfahren im Falle von mehr als 3% Haushaltsdefizit Flexibilität geben kann. Allerdings ausdrücklich nicht im Rechtstext, sondern nur in einem Erwägungsgrund haben wir daran erinnert, dass es auch unter dem bestehenden Regelwerk bestimmte Flexibilitäten gab. Das war beispielsweise den französischen und italienischen Kollegen wichtig und auf bestehende Regeln hinzuweisen. Das ist nun wirklich nicht zu viel verlangt.